Ebene. Und wenn, gerade wenn Sie zufrieden sind, wollen Sie das gerne sagen. Und das macht auch in Ihrem Freundeskreis einen sehr guten Eindruck. Herr Scherer, wie ist Ihr Eindruck nach den 6 Modulen? Ja, es war natürlich für uns schon ein immenser Zeitaufwand, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt gesehen habe, was es für mich gebracht hat, hatte ich aber einen sehr guten Eindruck. Mich hat es in meiner Art und Weise und in meinem Wissen sehr weitergebracht und ist wirklich sehr zu empfehlen. Gerade auf das hin, dass man sagt, man möchte sich von der Masse ein bisschen abheben und man will qualitativ hochwertiger werden, auch in seiner unternehmerischen Schulung, was ja bei uns Handwerker oft fehlt, weil ich glaube, unser Handwerk selber verstehen wir alle ganz gut, aber das Unternehmerische auszubilden, ist das wirklich sehr gut aufgebaut. Und was wollen Sie für sich in Ihrem Betrieb umsetzen? Jetzt. Ja, wo fangen wir an? Also ich habe viele Ideen, der Kopf ist voll und man hat sich viel vorgenommen. Was jetzt wirklich Priorität ist, ist erst einmal die Angebotsanfrage, wie man mit dem Kunden umgeht, dass man sich gewisse Checklisten erarbeitet, wie ich das abarbeite, die Angebotsanfrage, wie ich dann mit dem Kunden umgehe, wie ich mein Angebot erstelle. Also das hat jetzt momentan, sagen wir mal, Priorität bei mir. Stimmt 1:1 mit dem. Herr Hölzel, wenn Sie auf die Modulschulungen zurückblicken, welcher Themenblock hat Sie denn am meisten interessiert? Technik, Marketing oder Qualitätssicherung? Marketing und Qualitätssicherung. Und bei der Qualitätssicherung, was hat Sie da besonders interessiert? Wie das von der Angebotserstellung bis zur Auftragsabwicklung und auch das Abschließen der Baustelle, dass man nicht einfach nur die Schlussrechnung stellt, sondern eine qualifizierte Abnahme macht mit dem Bauherrn und halt auch die Baustelle praktisch kurz nachbespricht, weil das beim Kunden also sehr gut ankommt. Und auch für die Firma sehr wichtig ist, dass man eventuell aus kleinen Fehlern lernt, um halt ständig die Qualität zu verbessern. Und was hat Ihnen beim Marketing besonders gefallen? Ja, wir haben ja diese Modulbausteine, die man zur Verfügung gestellt kriegt, weil man einfach als Zimmereibetrieb im Alltag auf das zu wenig achtet. Man ist im Alltagsgeschäft und hält halt andere Sachen für wichtig. Man sieht sich nicht von außen. Und so kriegt man doch sehr gute Modulbausteine zur Verfügung gestellt, die man leicht mit einbauen kann. Herr Heinlein, grüß Gott. Wenn Sie auf die Modulschulungen zurückblicken, welcher Themenblock hat Sie denn am meisten interessiert? Technik, Marketing oder Qualitätssicherung? Ja, am meisten hat mich die Technik vom Herrn Bauer interessiert. Ja, wie er das im Prinzip in seinem Betrieb umgesetzt hat, das auch ohne irgendwelche Sachen zweimal anfassen zu müssen, von der Fertigung bis auf den LKW, bis auf die Baustelle bringt und war schon imposant, so ein Holzhaus innerhalb von einem Dach aufzustellen. Ja. Also das hat mich am meisten interessiert, wie er das einfach umsetzt. Und was werden Sie als erstes in Ihrem Betrieb umsetzen davon? Wir müssen da nur einige Voraussetzungen, sag ich mal, schaffen für den Betrieb, dass wir das auch so einigermaßen dann auf die Reihe bringen, dass wir diesen Prozessablauf im Betrieb halt dann so vonstatten bringen, dass wir möglichst wenig zweimal anfassen müssen.